von hinten warum schon... Warum blinkt dann Harry? Wow, yo, weil der irgendwie voll gefallen ist. Dass ich... Ja. Was? Ja, ein Player. Ja, der hat doch kommentiert, oder? Ja. Ich wollte ihm gern zurückschreiben. Wenn du dieses Video guckst, schreib mal unter den wie du heißt. Weil wir können deine Kommentare leider nicht beantworten. No. Du oder sie. Ich weiß es ja nicht. Er oder sie. Wegpunkt. Aua. Ja, muss er einstellen bei YouTube, dass er, dass jemand seine Kommentare kommentieren kann. Jawohl. Sven hat uns gemoved. Achso. Ne, er wurde weggemoved. Meine... Ist Dark da. Ja, obwohl wir aufnehmen, das finde ich wieder klasse. Erstmal Rage. Nee, ist. Ganz ehrlich, Alter, was ist das? Bam, weg die Sau. Na, bist du wieder da? Oder auch nicht? Doch. So halb. Oder auch nicht. Oh, Panzermine gefunden. Eben drüber fahren. Gut, gell? Bist du Panzermine gefahren oder was? Natürlich. Ich hab sie gefunden beim drüberfahren. Gefunden beim drüberfahren. Durchs drüberfahren klingt besser, oder? Ich würde jetzt mal gerne ein paar Kills mit dieser Waffe machen, dass ich mal dieses Anweisungsupdate kriege. Herr Beton. Aua. Herr Betonhit ist kein Panzerabwehr. Weißt du schon? Warum nicht? Da ist ein Panzer drauf. Der Piton PB, Panzerbrecher, ist ein. Ja, aber da ist doch ein Panzer abgebildet. Ja und? Auf der Waffe. Also muss ich doch auch panzerbrechend sein. Nein. Sonst wird es Piton-Hit, aber nicht Piton-Panzerbrecher. Also, schon, dass Panzerbrecher einfach viel mehr Damage hat wie diese Ding. Panzerbrecher ist die viel stärkere. Die Hit hat zwar einen größeren Explosionsradius, aber die Panzerbrecher ist viel stärker. Aber warum ist dann ein Panzer drauf im Zielradius? Also ist doch stärker, aber ist halt einfach schwächer. Viel schwächer. Ja, man kann damit Panzer abschießen. Eben, die macht mehr Damage als die Viper beispielsweise. Mehr wie ein Schuss Viper, aber wenn du 6 Schuss Viper triffst, glaube ich, könnte die Viper sogar mehr Schaden machen. Echt? Hm. Also die Heat ist gegen Panzer nicht geeignet. Dann ist es ein bisschen verwirrend. Also man kann sie benutzen. Es geht schon, es kommt ungefähr, wahrscheinlich ein bisschen mehr wie die Viper. Aber die Panzerbrechung ist halt um einiges besser. Also da gibt es nochmal eine extra, muss ich nochmal eine kaufen? Ich will doch einfach nicht für die Panzer einfach nicht so viel Punkte ausgeben. Ja, wenn du die falschen Waffen holst. Wenn da ein Panzer drauf ist, kann man davon ausgehen, dass es ein Panzer brechend ist. Nee. Ja, habe ich jetzt auch gemerkt. Nee, weil PB, also Panzer brechend, ist die Panzer brechende Waffe. Hab ich ja schon gesagt. Was ist das für ein Scheißspiel? Das hat gar keine Logik. Was, dass panzerbrechende Munition gegen Panzer gut ist? Also ich finde das schon sehr logisch. Wenn da im Zielfadenkreuz ein Panzer drauf ist und dann kaufst du dir, meinst du, wie es panzerbrechend ist, ist gar nicht panzerbrechend. Nee, die ist ja auch Heat. Das heißt, dass er heiß ist, super. Ja, das heißt, es gibt große Explosionen. Ist das eigentlich yes! Was? Man kann das Spiel ja noch komplizierter machen. Schreib doch einfach drauf, Panzerbrechen, nicht Panzerbrechen. Steht sowas auch. Ja, da steht es aber drauf. Da musst du nicht erst überlegen, ist es oder ist es nicht? Da ist es einfach. Da ist wegen der Scheißstation endlich mal drin. Das sollte mal meine Arbeit als Sunny machen. Nein! Ich habe hier oben gerade einen Fahrzeugabwehrgeschützturm aufgestellt zum Tragbahn und hol damit die Leute am Spawn Room Dach weg. Auch ziemlich witzig. So eine transportable Sniper dabei zu haben ist immer schön. Das Autotorwind meinst du? Ja. Fahrzeugmalergeschützturm.
Und Max geholt mit Panzer. Ja, ich hätte sie fast bekommen, du hast mir weggeschossen. Hast du meinen Schuss noch gesehen, der auf der Stelle eingeschlagen ist? Jetzt komm so, was hat er meine Ding zerstört? Was kommt jetzt von hinten? Warum blickt dann Harry? Jo, weil der irgendwie voll gefallen ist und ich so, ja, da ist ein Harry durch die Gegend geflogen. Ja, und ich bin richtig am Arsch der Welt und suche eine Schwere. Ja, und das ein Fluchtzeug. Ein Fluchtzeug. So, wo ist er? Da ist er. Oh. Und ist er tot. Oh, jetzt hab ich einen gefahren. Shit. Was macht man doch nicht. Ich hab dich nicht gesehen. Das ist doch behindert. Haben wir jetzt die Station schon? Ich hab keine Punkte gekriegt. Wir haben sie schon. Ja. Keine Punkte. Ja, weil du wir gewinnen. Wir gewinnen den Alarm. Wir sind da noch. An letzter Stunde verlieren wir eh wieder. Ja. Haben wir Fahrzeuge oder irgendwas? Was wäre mit Vermelix zu verteidigen? Ja. Okay, nee, glaub. Aber fahren wir doch, wir fahren mit dem Panzer hin und zerstören Sandy, falls sie noch einen haben. So, was ist jetzt die Heat? Die Heat ist schon zwischendurch möglich gegen Infanterie und möglich gegen Panzer. Allerdings ist die Panzer brechend einiges besser und tötet Infanterie bei einem Volltreffer auch One-Hit. Aber was ist die Panzer brechend? Nein, die Panzer brechend ist die PB. Okay, ja, aber guck mal, bei mir steht jetzt, bei der Heat steht jetzt hier hochexplosiv PB. Ist die PB, ja, ist eine schnell bewegende panzerbrechende Geschoss geladen. Also was gegen Panzer? Die sich als stärker gegen gepanzerte Ziele erweist, aber keinen Explosionsschaden verursacht. Nein, es ist einfach nur, die burnt halt durch. Ja, aber dann halt richtig. Nicht so ein bisschen Explosion, sondern so Treffer und Game Over, würde ich sagen. Loch in der Wand. Ja, nicht nur in der Wand, auch im Panzer. Ist da drin mit Zauber oder was? Ja, muss verteidigt. Das sind genug Leute. Auch mit Thunder werden das nicht richtig. So, und dann Servo. Shit. Und ein paar Mossis vom Himmel holen. Ist auch immer lustig. Ist so. Mhm. Au, au, yo. Du bist einfach mal in die Panzer wie ein Ami reingefahren, oder? Ja, ich hab's nicht gesehen, ich hab mal rumgeschaut. Ich hab vorher nicht gesehen, wie du vor mir explodiert bist. Fuck. Oh, Elcher Montenpass wird wieder angegriffen. Als uns Pass, die wir gerade erobert haben. Aber es kann nur ein Drop gewesen sein, eigentlich. Ich glaube ein Spion oder so, irgendwas ist es nur. Ein Spion. Also, weil ich guck mal, ob hier irgendwo ein Sandy ist, aber ich glaube nicht. Das war einfach nur so ein Spion oder so. Alter, das Spiel ist noch gerade mit. Oh. Was hat mich jetzt bitte getroffen? Ah, da oben. Du bist der Wichser? Nein! Fuck. Ah, hinter mir. Oh, fuck. Ich hab den irgendwie weggeschossen, Bitch. Bitch, move. Alter, ich bin hier richtig am Arsch. Wir haben den A-Punkt wieder. Da haben sich nur so ein paar Pisser oben verkämmt gehabt. Irgend so ein 100er Outfit. fuck. Ach man, das Spiel hat heute. Hab ich jetzt keinen Bock mehr. Ich hör auf. Ja, haben wir keine Folgen. Ja, ich hab trotzdem keinen Bock mehr. Die töten mich immer, das sind gemein. Weil du einfach schlecht bist, Alter. Ja. Sorry, Futter, zwei Leichen bei diesem Scheiß. Da oben ist was, war Money Fortress wird angegriffen. Ich gehe zu Money. Ich guck mal, was da geht. Ich will jetzt eben ein bisschen was aufnehmen, was Interessantes aufnehmen. Was Interessantes? Das ist was Interessantes. Oh. Ist das ein Ezombie-Alarm? Wenn das nicht interessant ist, dann. Oh, ich kann mich wieder ich will halt ein bisschen. Ein paar Leute töten. Ja, hier explodieren dann auch Leute um mich rum. Aber du bist halt einfach an falscher Ort und Stelle, würde ich sagen. Ich bin jetzt bei Moneys. Ich bin noch bei Acer. Oh, Thunder gesichtet. Was? Bei Acer? So, bei dieser Straße da. Wo die. So. Ja, wo der Wegpunkt ist ungefähr. Okay. Ja, also Money ist safe, Money ist safe. Mir gefällt nur die Lip da oben nicht. Wieder Kill ist es, oh, leck mich. Wieder nix. So würde mir aus. Was geht jetzt ab? Scheiß Spiel, es kotzt mich gerade so. Oh Scheiße, oh Scheiße. Nein, das andere killt mich, Alter. Boah, nicht mehr. Okay, nicht, Alter, ich brenne aber. Also, ich bin rot. Und ich habe den noch den Farbe gekillt und ich bin jetzt